just begun. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Diesmal geht es wieder um Star Trek Online und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Schiff vorstellen, was sogar noch besonderer ist als das beim letzten Mal schon vorgestellte Schiff der temporale Zerstörer auf der Romulaner Seite. Und zwar heute geht es nämlich um ein Schiff, was man eigentlich nur auf den feindlichen Seiten sieht. Und es geht um den Voth Flugdeckkreuzer. Ja, das Schiff, wo bekommt man das her? Aus der Voth Verschlusskiste, die auch schon sehr alt ist, also ich weiß nicht, schätze 1,5 Jahre vielleicht. Ich weiß aber nicht, kann auch wesentlich weniger sein, auf jeden Fall kostet es vor. Oder an der Tauschbörse, aktuell gibt es ihn gar nicht mehr so oft. Und er liegt gut zwischen, der billigste ist glaube ich aktuell auf 185 Millionen und geht die danach auffolgen sind, gehen dann über 200 Millionen. Also doch schon recht teuer. Und ja, ich habe das Schiff noch nicht ausgepackt. Ich werde das Schiff mit euch auspacken. Meine Ausrüstung zeigen, die Skills so weiter zu. Und ja, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich blende das Interface wieder ein. Und hier mein Inventar, das ist jetzt. Okay, aufgeräumt ist eine andere Sache. Hier haben wir das Spezialausrüstungspaket Voth Bestie am Flugdeckkreuzer. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Info. So. Voth-Schiffe verfügen über hervorragende Verteidigungsfähigkeiten, weil die Voths dazu tendieren, umfangreiche Versorgungsmaßnahmen zu treffen, um das Überleben ihrer Schiffe und ihrer Mannschaften abzusichern. Ihre immense Größe und widerstandsfähige Bauweise macht diese Schiffe in jeder Situation furchterregend Gegnern. Der Bestienflugdeckkreuzer ist eines der Standardschiffe der Voth-Expeditionskräfte. Er kann sich in jeder Situation behaupten und ist mit einem vollfunktionsfähigen Hangardeck ausgestattet, das ihm erlaubt, Jäger oder Unterstützungsschiffe auszusenden. Dieses Schiff ist ausgestattet mit Konsole Universal Rundstrahlen Immunitätsmatrix. Diese Konsole kann das Schiff kurzzeitig immun gegen alle Schadensarten machen. Während die Matrix aktiviert ist, werden eingehende Energiewaffenangriffe auf den Angreifer reflektiert, der sich so selbst Schaden zufügt. Die Matrix ist jedoch vergleichsweise fragil und kann vor Ablauf ihrer normalen Aktivierungsdauer kollabieren, wenn das Schiff in kurzer Zeit einer extrem hohen Menge an Schaden ausgesetzt wird. Dazu gehe ich auch gleich nochmal näher auf die Konsole ein. Der Voth Bestie im Flugdeckkreuzer ist standardmäßig mit einem Hangardeck und schweren Voth-Jägern ausgestattet. Schwere Voth-Jäger sind mit Antiprotonenstrahlenbänken sowie Kroniton-Transphasentorpedos bewaffnet und können Notenergie zu Schilden 1 und Notenergie zu Waffen 1 verwenden. Während sowohl der Acetong-Generator als auch die Rundstrahlen-Immunitätsmatrix installiert, kann das Raumschiff die Voth-Tarnung einsetzen und erhält einen kleinen passiven Bonus auf seinen Schadenswiderstand. Das kriegt man von der Voth-Palisaden-Forschungsschiff, diesen Acetong-Generator. Und dann hat man halt eine Tarnung als Weisheit-Bonus. Die Hüllenstärke ist 44.000. Wir haben ein Schildmodifikator von 1,2, was sehr hoch ist. Besatzung von 1.500. Ja, Menschen, dann 4 Bug, 4 Heckwaffen, 4 Geräteplätze und ein Hangardeck. Also es ist ein Kreuzer, ein Schwerer mit Hangardeck, deswegen auch Flugdeckkreuzer. Ja, als schweren Wortjäger kann man eigentlich vergessen soweit. Brückenoffizierstation zeige ich gleich nochmal. Konsolenplätze, 3 Taktik, 4 Technik, 3 Wissenschaft. Die Basiswendegeschwindigkeit ist 6 Grad pro Sekunde. Impulsmodifikator 0,15 mit Kanonen bestückbar, was man aber auf dem Schiff glaube ich nicht machen sollte. Und plus 5 Energie für alle Subsysteme. Konsole, Universal, Rundstrahl, Immunitätsmatrix und die Kreuzerbefehle. So, wie man schon unschwer erkennt, bin ich jetzt auf dem Earth Space Dock und dann würde ich sagen, klicken wir einfach auf Verwenden. Ihr erhaltet folgendes von Spezialausbefors Bestien Flugdeckkreuzer. Glückwunsch, Sie können bla bla.
Und das Schiff heißt MEDOC. Okay. Oh Mann, neuer Name. Würde ich sagen. Erledigt. Wählen Sie Ihr Schiff aus. Und wo ist sie denn? Die MEDOC. Das Schiff ist ein Tier 5 Schiff. Was vielleicht noch recht wichtig zu erwähnen ist. Deswegen können wir. Also es ist ja Tier 5 Schiff und wir können es kostenlos, weil es ein Logbox-Schiff ist, so Tier 5 U aufwerten. Wenn wir es aufwerten, haben wir auf Level 50 50.000 Hüllenstärke und auf Level 60 60.000. Wir kriegen einen fünften Technikplatz dazu und wir kriegen Raumschifffähigkeiten. Dazu haben wir Absorptionshüllenpanzerung, kinetischer Schaden wie Stand und physischer Schaden. Als zweites haben wir Schnellreparatur, erhöhte Hüllenregeneration, dann schnelle Einsatz 20% verringern von Hangarpads und 50% Ranganstiegs-EP und verstärkte Hüllenpanzerung plus 25 Gesamtenergieschadenwiderstand plus 25 Strahlungsschadenwiderstand. Kostenlose Upgrade abschließen. Jetzt ist Tier 5 U und ich mache erstmal Raumschiff bereit machen. Dann gucken wir uns das erstmal hier an. Modifizieren Sie Ihr Schiff. Raumschiff anpassen. Hier sehen wir das Schiff, also ich liebe das Design an sich, weil es einfach komplett einzigartig ist. Das gibt es sonst nicht mehr so im Spiel. Und wir sehen hier auch schon, das Grüne von den Worfs sind diese Art schwere Panzerung, mehrere Schichten. Die beiden Antriebsgondeln hier oben nochmal etwas entlang. Und der Antrieb. Dann in der Mitte ein, dann außen zwei und ja. Innenraum zeige ich nachher nochmal. Fenster gibt es auch noch ein. Dann haben wir haben drei Höhlentypen. Wir haben Wurf 1, Nummer 2 und Upgrade. Upgrade ist auch interessant. Das ist mehr so ein erglänzender Look. 2 ist so der standmäßige Look. Und mit mehr Schwarz ist so das, was man kennt. Das ist dann alles hell und Upgrade ist dann eine komplett dunkle Variante davon. Man sieht auch hier, dass sie verändert sich ein bisschen. Ich finde Upgrade an sich auch nicht schlecht. Ich werde, glaube ich, erstmal bei Typ 2 standardmäßig bleiben. Ja, Stil, Wortkreuzer 1, das ist nichts, da gibt es nicht so viel. Wir können noch Muster raufpacken, aber das lasse ich erstmal. So, abbrechen. Beenden und jetzt können wir die MEDOC. Wie ist sie ausgerüstet? Wir haben 4 vorne Waffenslots, 4 hinten halt ein Warpkern, 4 Geräteslots, 5 Technikkonsolen, 3 Wissenschaft, 3 Taktik. Und die schweren Wortjäger, die wir uns mal angucken können. Wie die anderen Jäger der Worf-Raumschiffe sind sie länger und robuster als die der anderen Spezies. Sie sind vorne und hinten mit Antiprotonenschrammbänken und einem nach hinten ausgerichteten Chronitorn-Transphasentorpede ausgerüstet. Okay. Und die Worf haben eine eigene Antiprotonenstrahlenart. Hier sehen wir es auch schon auf Antiprotonenstrahlenbank. Und die hat die Chance, sehen wir das zum Beispiel hier bei der Dualbank, 25%ige Chance bei kritischen Treffern den gegnerischen Schaden für 10 Sekunden um 9,1% zu verringern. Das heißt, der Gegner, wenn ihr ihn kritisch trefft, macht er euch weniger Schaden. Und hier haben wir jetzt den Wurf Transphasen Chroniton Torpedowerfer. Das Schöne ist bei dem, ihr habt eine 33%ige Chance, die stark die Fluggeschwindigkeit des Gegners zu beeinflussen und er hat 90 Grad Schussfeld. So, dann das lasse ich erstmal so. Geräte. Hier haben wir jetzt die Konsole. Reflektierender Schildverstärker heißt sie auch. Diese Konsole erhöht die Leistung ihrer Schildemäßes über kurzen Zeitraum drastisch. Derzeit sind ihre Schilde immun gegen Energieschaden und reflektieren alle von Energiewaffen ausgehenden Angriffe.
Diese Schaltkreise können nur einen begrenzten Ausmaß an Belastung durch eingehenden Beschuss vertragen, bevor die Immunität nachlässt und ihre Schilde wieder in den normalen Modus übergehen. Dieses Konsummodul kann in jedem Konsumplatz eingesetzt werden, es kann auf jedem Worfschiff ausgerüstet werden, sie können immer nur. Bla bla bla. So. Es reflektiert halt alles, außer kinetische Angriffe, da die das Schild ignorieren. Die Aktivierung des Schilds verringert ihre Flug- und Wendegeschwindigkeit sowie den Schaden um 50%. Also drehen und schnell Gas geben ist da nicht mehr. Und 20 Sekunden lang absorbiert die oder bis zu 100.000 Schaden. Das heißt zum Beispiel auf Crystalline Entity, also auf der kristallinen Katastrophe, wenn das kurz davor aktiviert und dann den Schaden reinbekommt, reflektiert er auch den gleichen Schaden hier. Und 100.000 Schaden zurück zu reflektieren, ist eine Menge. Ja, Flugwendegeschwindigkeit ist ja klar. Und 100% wird zurückreflektiert. So, zweiter Z-Bonus ist plus 10 alle Schäden Widerstände und versteckte Wurfhülle und die Tarnung. Und der 3 Z-Bonus, wenn man den Dreadnought hat, den es nicht mehr wirklich gibt, nur auch nicht mehr an Tauschbörse, dann habt ihr eine Gefechtstarnung, also Kampftarnung. So. Ich überlege gerade, wie Rüstung. Zum Ausrüsten. Ich gehe da einmal kurz drauf ein. Ich will jetzt da nicht ewig was draus machen, wobei ich rüste es einfach mal ein bisschen aus. Antiprotonenstrahlenbänke. Ich werde auch jetzt nochmal, ich gehe nochmal hier ran, ein extra Review machen, halt nochmal zu dem hier, zum Temporalzerstör. Ich habe den jetzt fertig ausgerüstet, deswegen jetzt werde ich euch dann auch nochmal in einem anderen Video zeigen. So. So, und zwar, wir haben. Das ist jetzt nicht das optimale Layout. Also, das ist ja hoffentlich klar, weil aus dem Schiff kann man wesentlich mehr rausholen. Ich werde jetzt auch. Ja, gut, ich habe gar keine weiteren Konsolen soweit mehr. Wenn ich jetzt mal hier gucke, ich hätte die noch, dann könnte ich noch. Die Waffe von der. Die Universalkonsole, ich muss gucken, das ist jetzt Antriebsenergie, Hilfswendegeschwindigkeit, ja, die nehme ich noch. Und das assimilierte Modul, da war es das auch schon. Ich würde später anders machen, und zwar hier kommen dann. Also das assimilierte Modul kommt wahrscheinlich dahin. Hier kommen dann drei Flotten, Botschaftskonsolen für exotischen Schaden rein. Hier kommt dann halt die von der flotten Dilithiummine die verbesserten Beschleuniger, also bessere Wendegeschwindigkeit rein und auch Widerstand. Und ja, und die taktischen Konsole kann man lassen. Geräte, ja, da könnt ihr alles reinpacken: Nimbusruf, das und dann noch die Kinetic Amplifier, genau. Ich lasse jetzt die Waffen, das zeige ich jetzt im Raum einmal gleich. Das mache ich nicht jetzt. Zum Bridge Layout haben wir zwei Universalstationen, einmal eine Fähnrich und einmal ein Lieutenant. Dann haben wir eine Lieutenant Taktikstation, einen Commander Technik und einen Lieutenant Commander Wissenschaft. So, ich habe das Schiff jetzt auf so einen Taktiker ausgepackt. Darüber kann man sich streiten, aber das hat auch einen Grund. Ich werde diese drei Stationen alle mit Taktikern belegen und Strahlenwaffen nutzen. Durch die Technikstation habe ich die Möglichkeit, viel Schaden auszuhalten. Aber auch und durch Wissenschaft habe ich auch zum Beispiel Zugriff auf Gravitationsquelle und andere Fähigkeiten. So. Ich werde jetzt. Ich zeige euch auch nochmal. Ich habe mir jetzt für dieses Schiff zwei Skills noch dazu geholt. Also man kann nicht, wenn man, sag ich mal, jetzt einen Offizier hat, das ist ja zum Beispiel auch der Nien Alex, den kriegt man, wenn man Dyson Ruf Tier 5 erreicht hat, kriegt man den freigeschaltet. Das ist auch ein Wurf. Und ich habe mir jetzt die Fähigkeit Subraumwirbel geholt. Subraumwirbel erschafft Level nur Subraumwirbel für 20 Sekunden, so eine Art, ja, Gravitationsquelle, wo man sich auch rein teleportieren kann.
Die habe ich für ihn gekauft, auch für das Schiff. Übrigens jetzt bei der diese das Lehrbuch, das ist ein Lehrbuch, das kostet 10 Millionen, bis mehr als 10 Millionen der Tauschbörse. Dann, und hier kommt jetzt noch Gravitationsquelle rein. Das lasse ich aber erstmal, das mache ich jetzt nicht. Und für meinen Techniker habe ich den Kobali-Offizier ausgesucht. Und dann muss ich jetzt einmal kurz gucken. Direct Energy Modulation. Da werde ich jetzt. War das da? Versagen der strukturellen Integrität. Der kostet auch um die 10 Millionen, habe ich jetzt dafür nochmal ausgegeben. Und dadurch habt ihr minus physische Schaden Widerstandsbonus. Also, wenn ihr den Feind trefft, steht hier auch nochmal: strukturelle Integritätswert des anvisierten Gegners wird aufgelöst, sodass sich dessen Hülle unter der Belastung der Raumstoffe erwölbt und verbiegt. Ja, das heißt, ihr macht ihm mehr Schaden. Das bringe ich jetzt ihm auch bei. Versagen der strukturellen Integrität. Und ja, jetzt muss ich aber noch was gucken, ob das so ging. Offizierstraining, wenn man das. Ich weiß nicht, ob das so war. Mir war so, als ob man, wenn man so einem Spezialbuch das beigebracht hat, ob man das denn hier auch wiederherstellen konnte. Es kann aber auch sein, dass ich mich geirrt habe. Ja, ich habe mich geirrt. Okay. Also, wie soll ich denn entscheiden, auf wem mir das beibringt? Und hier hole ich gleich nochmal Notenergie zu den Waffen und Gravitationsquelle. Also, wir setzen hier diesen offiziellen Energie mit der überlasten, das brauchen wir ja nicht. Hier kommt dann Neil und Alex rein. Und wie machen wir es weiter? Ton Kev. Jetzt die Frage: Habe ich überhaupt. Ja, gut, ich habe so viele Offiziere. Wo ist mein dritter Offizier? Da ist mein dritter Offizier. Hab ich denn Strahlenbank Feuer frei? Taktikteam. Da hau ich da Strahlenbank Überladung 1 rein. Da brauche ich einmal Torpedo. Spread. So, Torpedo großflächig 1 brauche ich. Strahlenbank Feuer frei brauche 1 brauche ich. Fähigkeiten, wer war das? Der Jamada-Offizier. Wo war's, wo war's? Achso, es ist schon Torpedo großflächig 2. Oh, okay. Dann bringe ich das. Das wird jetzt. Ach Gott, ich komme schon wieder total durcheinander. Tut mir leid, weil ich gerade ein bisschen durcheinander bin. Spezialisierung, Eigenschaften, Fähigkeiten, Lernen. Dann nehme ich lieber das dafür. Dann brauche ich Torpedo. Schließen brauche ich nicht. Taktik Team 1 und Torpedo großflächig 2. Fähigkeiten. Lernen, zack. Und dann kommt Taktikteam. Und da kommt so ein Torpedo großflächig. So, jetzt habe ich's. Hier hatten wir gesagt, Notenergie zu den Waffen und Gravitationsquelle. Was für eine Gravitations. Sie, wo ist sie, wo ist sie? Wissenschaft im Raum. Und zwar. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Ich wollte das aber halt auch mal so machen, damit ihr auch seht, wie das zum Beispiel alles abläuft. Jetzt finde ich natürlich den Skill nicht, das ist wieder ganz toll.
Gravitationsquelle 1. Technik hatten wir. Nur denn jetzt geht zu den Waffen. Dann müsste es doch jetzt mal gewesen sein. Diese Fähigkeiten kosten an sich auch nichts, außer man nimmt jetzt halt so wie ich zum Beispiel welche von der Tauschbörse. Die sind auch wesentlich teurer. Und muss man aber nicht. Zack. Station. So, und jetzt können wir das auch alles auswählen. Gravitationsquelle. Und nur da geht's zum Waffen. Damit sind wir auch fertig. Hier hatten wir Strahlenwarnfeuer freigesagt. Torpedo Großfläche, das hat er sich natürlich nicht gemerkt. Und ja, ich habe hier auch schon zwei Waffen, die werde ich jetzt aber noch nicht einbauen. Und zwar einmal eine Antiprotonenstrahlenbank mit Crit D2x2, Crit H und Over. Over heißt einfach nur, dass der nächste Waffen, also Energieschaden, Energieangriff mehr Schaden macht. Und das ist eine Rundstrahlenbank. Ich lasse jetzt aber halt die Wurfwaffen drin, um mal zu sehen, wie die sind. Jetzt kommen wir zur Brücke. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Und ich muss sagen, die Brücke ist meiner Meinung nach eine der schönsten Brücken bisher in der STO. Von den Logbox-Schiffen und auch mit die größte, weil alle Brücken, die jetzt so teilweise nachkommen, von der Radwar, vom Krenem, sind alles richtig klein dagegen. Deswegen wird das auch jetzt, kann es auch ein bisschen länger dauern. Und ich werde dann wahrscheinlich, wenn wir danach in den Raum gehen, einmal die Schilder euch alle zeigen. Und dann werde ich einen kurzen Cut machen, dann sehen wir uns bei Agala wieder. So, Ladewurfbrücke. Und wir sind auf der Brücke und wir sehen schon, die ist echt riesig. Wenn jetzt mal hier hochgehen, hier haben wir dann schon unseren Wurf Neil und Alex. So sieht das aus. Die Wurfs sind eine Reptilienart, also die haben sich aus den Dinosauriern entwickelt. Und ja, man sieht schon, es ist extrem riesig. Hier haben wir einen riesigen Monitor. Sogar ganze Säulen, Accountbank, Schiffsauswahloffizier. Und ja, und das nenne ich mal eine richtige Brücke. In der Mitte haben wir dann unseren Sitz. Über alles, also wir können hier überall hingucken und man sieht auch schon, also es ist eine riesige Brücke. Hier haben wir dann Bibliotheksdateien, können dann noch eine Etage runtergehen und hier haben wir auch nochmal Station, jetzt sind wir unter der Brücke, Dienstoffiziere kontaktieren. Und was ich auch cool finde, wir sehen hier Lichter, das heißt, die Brücke ist innerhalb des Schiffes. Weil diese Fenster zeigen das Innere von unserem Schiff sogar. Und das finde ich extremst geil gemacht. Wir können einfach in unser Schiff reingucken. Haben hier diese Art schwebende Brücke in der Mitte oben. Und einfach diesen, unser Sitz, der über alles emporragt. Riesigen Monitor. Also eine wunderschöne Brücke. Kann man nicht anders sagen. Und ja. So, verlasse ich mal wieder das Schiffsinnere. Gehe in den Raum. So, und jetzt müsste ich hoffen, jetzt ist die Instanz nicht gerade extrem voll. Das wäre sonst doof. Und da sind wir auch schon. Und wir sehen schon im Vergleich, es ist ein sehr großes Schiff. Und es... Okay, die Wendegeschwindigkeit, ich habe jetzt eine Konsole drin, könnte sogar noch schlimmer sein. Es geht aber sogar aktuell. Und ich blende das Interface aus. Wir sehen jetzt schon diesen dicken Antrieb hinten.
Der Effekt kommt gerade durch eine Piloteneigenschaft. Sind hier, okay, das von der Bordkonsole. Dieses riesige Schiff mit dem Antrieb hinten, was ich auch sehr schön finde, diese Farben. Und ja, bleibe ich einmal hier stehen. Hier haben wir jetzt auch schon schwere Wurfjägerstatus. Das mache ich einmal. So, da sind sie beide auch. Gucken, ob wir die einmal ins Bild bekommen. Ja, die kriegen wir sogar ins Bild. Wenn sie dann stehen bleiben würden. Und da sind sie. So sehen die Jäger aus. Muss wirklich sagen, bei dem Design hat sich Cryptic wirklich Mühe gegeben. Wunderschön die ganzen Details. Und ja, ein Jäger hat eine Hülle von 26.000. Also das ist jetzt die Standardversion. Also ist schon recht viel, recht stark. Wir haben jetzt grundsätzlich einen Wert, eine Hülle von 80.000. Das kommt jetzt aber auch durch die beiden HP-Konsolen hier. Die nochmal 12,5% Hülle dazugeben. Haben einen Widerstand auch durch die drei Konsolen von 43 kinetischen, ansonsten 47, was abnormal hoch ist. Nummer 20 ist schon hoch, 47 ist fast. Da könnt ihr, braucht ihr eigentlich, könnt ihr auch ohne Schilder an sich fliegen. Selbst in Advanced haltet ihr extrem lange was auf. Kritische Trefferchance haben von 13,9%, ohne dass ich sie jetzt nochmal durch drei Konsolen, ohne jetzt ein spezielles Set. Ist auch schon sehr gut, und 72% Schaden. Also wir haben schon sehr gute Standardwerte. Und ja, und jetzt werde ich erstmal gucken, welches Schild nehme ich. Ich habe jetzt auch das, seit gestern kam auch das Zollverteidigungskorvians Schild Array nutzt in der Midnight-Episode. Das hat aber keine visuellen Effekte, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Wir haben das, ich zeige jetzt einmal alle durch, Verteidigungskommando-Schild. Was so aussieht. Finde ich auch, sieht sehr schön aus, wenn man jetzt mal guckt, hier dieses ganze Grün, überall Grün hier, ist gepunktet, also auch ein sehr schönes Schild, wenn ich mich jetzt mal fahren wir jetzt hier an der Seite auch so dieses Fluide, also sieht doch sehr schön aus. Dann haben wir das Mako. Ein, ja, total glänzendes Schild. Kennt man ja von Mako nicht anders. Alles glänzend, alles grau. Ja. Farblich verändert sich da nicht viel. Dann haben wir das Borg-Set. So sieht also ein assimilierter Worf-Kreuz aus. Finde ich jetzt nicht wirklich schön auf dem Schiff. Ja. Ist nicht so toll. Dann haben wir das Delta-Schild, was auch sehr interessant aussieht, muss ich wirklich sagen. Wir haben hier alles glatt, die grünen Elemente hier auch noch alles verfeinert grün, hinten so kristallgrün eher. Das sieht auch sehr interessant aus. Kobali-Schild hat auch keine besonderen Effekte. Das Solianer Schild auch nicht. Dann haben wir noch als letztes Romulaner Schild. Und das erinnert mich ein bisschen an das Aegis Schild, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß in grün. Wir haben hier halt diese überall diese schön, was ich sehr cool finde. Grüne Umrandung, alles, aber trotzdem noch das normale Waff-Layout. Hier alles grün umrandet. Der Antrieb auch grün, alles, aber trotzdem noch normal. Deswegen muss ich sagen, sieht sehr schön aus, meiner Meinung nach. Und ja, das waren auch schon soweit die Schilder. Ich werde jetzt das Schild drinnen lassen. Dazu nehme ich dann den Rest vom ikonianischen Widerstand erstmal reinpacken. Zack und zack. Den vorne sehen wir auch schon den Deflektor und der ist wirklich winzig. Das ist ein winziger Deflektor, der nicht wirklich irgendwas bringt. So. Also wenn jetzt mit dem Schild zum Beispiel, haben wir jetzt eine 18.000, 19.000 Schild und 85.000 Hülle.
Das musst du erstmal knacken, also das ist schon extrem. Dann zu meinen Fähigkeiten, brauche ich nicht viel zeigen. Spezialisierung habe ich Pilot voll und Raum vom Spionage auch soweit voll. Zu den Fähigkeiten, falls das noch einmal jemanden interessiert, habe ich beim aktiven Ruf Romulus, Ikoniane, Undine und Omega. Dann habe ich bei Boden, ist egal, Raumruf, Ersatzschild für Notfälle, den kinische Omega-Abschirmung, was eigentlich fast klar ist, normal. Den Energiefrequenzierer, das heißt, wenn man Schaden austeilt, dann wird man selbst geheilt. Und destabilisierendes Phasenarray. Dadurch kann man immun gegen Schaden werden. Als Raumschiff-Eigenschaften habe ich die beste Verteidigung, prädikativer Algorithmen und Vollgas geben. Und dabei noch Reziprozität. Eigenschaften: Warpkern-Theoretiker, Romulanischer Agent, letzter Versuch, will also im Kampf sterben. Dann geschickter Kanonier. Brauche ich nicht. Das ist für Kanoneneigenschaften. Das gleiche gibt es aber auch für Strahlensalve. Zusätzlich scheinbar Aktivierung von Strahlenwaffenfähigkeiten. Das kriegt man, wenn man bei F und E Strahlenwaffen Stufe 15 ist, kriegt man die freigeschaltet. Raumschiff-Taktik der Koalition ist auch auf einer Logbox. Schwer zu erfassen, plus 10 Verteidigung. Kurzer Schuss aus Distanz, das heißt, umso näher man am Ziel ist, umso mehr Schaden macht man. Und dann noch am Ende ablative Hülle. Das heißt, wenn man 10.000 Schaden erleidet, kriegt man für 3 Sekunden werden alle halbe wird jede halbe Sekunde 2.000 Schaden geheilt und plus 1,33 Widerstände. Was nochmal dazu denn auf die 47% bei meinem Fall jetzt kommt, was extrem viel ist. Der Skill kostet auch ein bisschen weniger als 10 Millionen, lohnt sich wirklich, kann ich nur weiterempfehlen. Station habe ich schon gezeigt. Und ja, soll es das auch erstmal soweit mit dem ersten Teil gewesen sein. Ich werde gleich nochmal die eine Kampfpart hier in den Randstein, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und dann werde ich Infected Space, Crystalline Entity, die beiden werde ich dann nochmal in einem extra Video zeigen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück im Agala-System. Ich habe in der Zeit, auch wenn das Flugzeug einmal hier ein bisschen die Skill-Leiste sortiert, dann würde ich mal sagen, starten wir so weiter. Ich werde den Antrieb deaktivieren. Ich will mal sehen, was die Fighter machen, okay? Die machen nicht viel Schaden gerade. So, wir nehmen mal seine Strukturelle Integrität weg. So, das sind jetzt die Wurststrahlenbänke. Wir sehen auch schon, der Torpedo kann auch von hinten, also recht weitwinklig feuern. Und Drehrad, Rad. Wir nutzen Kräuter. Kommando, ich möchte Feuer anziehen. Und ich werde einfach kurz das neu anordnen. Da das hier alles ein bisschen zu groß ist. Das kommt ein bisschen höher. So, das ist ja okay. Und sie machen uns wirklich was so Waffen. Sollten wir auch noch mal ein bisschen einstellen. Sie machen uns einfach null Schaden. Das noch mal ein bisschen höher schieben. So.
sagen, los geht's. Los, Freunde, kommt her. Importieren, dann wird er aber geschlossen. So. Ich hoffe, dann gehe ich auch mal, man hört mich jetzt auch noch. Das wäre sonst ziemlich doof. Wir sehen auch schon hier das Teil. Ich liebe es an diesen Torpedos, weil sie einfach so weitwinklig sind. Und wir hatten bisher noch nicht wirklich den Bedarf, auch nur annähernd unsere Spezialkonsole zu nutzen, weil sie uns einfach keinen Schaden machen. Was ich sehr gut finde. Und ja, zack. Und es ist halt jetzt nur der Standard Mark 10 Kram, wo man auch nicht wirklich viel erwarten kann. Und ich habe jetzt einen Subraumwirbel und all diesen Subraumwirbel und die Gravitationsquelle zusammen und die werden einfach den Leben und werden einfach auseinandergezogen. Hier gibt es auch keinen Widerstand gegen, das ist einfach schon sehr geil. Wenn man dann noch die Botschaftkonsolen dazu hat, oh, mein Schild ist mir rausgefallen. Naja. Wenn man noch die Botschaftkonsolen dazu hat, die halt zodischen Schaden bessern, dann dürfte das doch sehr lustig werden. Und seine HP ging auch runter durch die Konsole und jetzt, wo er keine Schilde mehr hat, ja, hat sich das auf jeden Fall schon erledigt. Die Fighter tun auch ihre Arbeit, machen es auch sehr gut. Und vielleicht, falls jemand das noch früher konnte man 6 von diesen Fightern rufen. Jetzt kann man nur noch 4, dadurch sind sie aber, wir sind sie aber auf jeden Fall stärker geworden. Ja, mit der Drehgeschwindigkeit ist das halt so eine Sache bei dem Schiff. Oh, naja. Die Frage ist auch, ob man die duale Beambank vorne dran lässt. Würde ich, glaube ich, sogar rausnehmen. Einfach aus dem Grund, weil sie, ja, damit dem Schiff einfach nur Breitseite fliegen. Das ist einfach ein reines Schiff zur Breitseite fliegen. Und deswegen. Wir haben auch schon Stufe 1 von unserer Meisterschaft erreicht. Hier haben wir auch schon Stufe 1 erreicht. So schnell geht das. Ich will jetzt die Konsole wahrscheinlich ausfallen, das wir zum Ende gleich nutzen. Und ja. Wir haben ein. Okay. Und dieses Schiff ist einfach wirklich auch ein böser Tank. Also ich fliege es jetzt als Taktiker.
Macht gut Schaden mit dem Mark 10 Müll. Das kann man als Müll bezeichnen, das hat keinen Wert. Und ja. Und Schaden. Nicht wirklich, nö, gar keinen. Sie kommen mit mir, im Flaggschiff, juhu. So, Kollege, dann schieß mal auf mich, bitte. Ich möchte nur, dass du auf mich schießt, mehr möchte ich gar nicht. Hallo Leute, schieß mal auf mich, bitte. Auch ihr Kreuzer da hinten. Und sie schießen alle auf mich. Ich rufe meine Einheiten zurück, die sollen nur auf mich schießen. Ich werde sogar stehen, damit ihr auch trefft. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir unsere Immunitätsmatrix. Und das Schiff, das kennt man sich schon. Und ja, ich bin. Dreh geht sogar jetzt noch. Und selbst ohne Schilde, die Matrix ist aktiv und damit hat sich das dann auch erledigt. Der kriegt seinen Schaden zurückgeworfen, die alle anderen hier auch. Ja, und die Schilde laufen wieder. Wir ballern ihn jetzt einmal die ganzen Buffs rein, ziehen, zerstören seine Struktur und nehmen die Kapität. Waffenskills rein und da geht dann seine HP auch schon freudig runter, ohne dass ich durch deine Schilde durch bin. Das ist ein schöner exotischer Schaden, deswegen, falls jemand da möchte, vielleicht jetzt mal ein Tutorial machen soll, kann ich das auch machen. Und dadurch, dass das die erste Stufe ist, können wir das auch ganz schön oft einsetzen, von daher. Jetzt schon 611, 611. Und das war's auch schon. Hier ist bei den Marken. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Schiff. Die Jäger sind für die Standstufe auch recht okay sogar. Und ja, würde ich sagen, ich werde jetzt hier erstmal cutten. Wir sind jetzt bei 45 Minuten, das ist schon recht lang geworden. Und wir sehen uns dann bei Infected Space. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre geil. Oder auch zum Beispiel auf Twitter könnt ihr mir auch folgen. Da poste ich dann aktuell immer mal was zu Star Trek Online oder auch zu Minecraft. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun habt. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.